Und damit ein herzliches Willkommen zu Pokémon Gelb. Ja, zu Pokémon Gelb. Am Samstag als Let's Solo. Ja, am Samstag als Let's Solo. Mit Pikachu. Hör auf, mir Fragen zu stellen. Ein Let's Solo, Pokémon Gelb. Was ist denn nun los? Ja, wir machen einfach mal da weiter, wo wir nämlich vor exakt einem Jahr aufgehört haben. Es ist exakt ein Jahr her, dass ich mein allererstes Let's Play abgeschlossen habe. Oh, die werden gar nicht geheilt, wenn wir die Pokémon-Liga durchgemacht haben. Ich weiß ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was wir hier so gemacht hatten, oder beziehungsweise was wir hier so für Pokémon hatten. Ich weiß bloß, dass eine Sache offen geblieben ist, und zwar, dass wir uns noch nicht Mewtwo geholt haben. Ach, Pikachu ist auch wieder da. Ach, dir geht's nicht gut. Warum nicht? Weil du besiegt warst? Oh, es tut mir leid. Wir lieben uns scheinbar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ob ich dir irgendwas angetan habe während des Let's Plays. Ich weiß auf jeden Fall, dass einige von euch dieses Let's Play geguckt haben, im Nachhinein viele. Ich weiß gar nicht, ob es damals Leute geguckt haben. Aber ich finde das schon witzig, dass genau heute vor einem Jahr dieses Let's Play endete, der letzte Part hochkam. Und das ist auch einer der wenigen Parts, wo ich mir tatsächlich den Namen noch merken konnte. Haben wir eigentlich den Meisterball? Wäre ganz nützlich, ne, wenn wir den hätten, haben wir. Gut, dann holen wir uns Mewtwo in diesem Part, beziehungsweise in diesem Let's Solo. Und hier vielleicht auch nochmal kurz die Erläuterung. Let's Solo ist damit also nicht einmalig gespielt mehr. Nicht mehr so richtig. Ach ja, man muss ja selbst auswählen. Man kann ja hier nicht einfach anquatschen, die raue See, sondern muss das alles selbst auswählen. Ach, wie niedlich. Das erinnert mich immer an Arktos. Irgendwie dieses kleine Ding hier. Weil ich immer weiß, wie ich nach Arktos gesucht habe damals. So, auf geht's rein in die... Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt. Diese Höhle. Ich weiß bloß, dass es hier von starken Pokémon nur so wimmelt. Und ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt durchkommen. Ja, mit Taubsi kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Da war doch mal irgendwas mit Taubsi im Pokémon Gelb Let's Play, ne? Irgendwo, wo Taubsi da irgendwen total fertig gemacht hat, ne? Irgend so ein starkes Pokémon. Ich weiß es gar nicht mehr. Golbat, könntest du uns vielleicht einfach besiegen? Wie wär's damit? Komm, besieg uns. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich kann nicht davonlaufen. Pikachu, du bist dran. Flucht. So. Ja, wen legen wir denn am besten nach vorne? Level... Oh Gott, das ist hier voll unübersichtlich. Turtok ist Level 50. Dann legen wir vielleicht Turtok mal an die erste Stelle. Und dann schwimmen wir auch gleich mal mit Turtok. Eine Runde. Juhu. So. Damit also nochmal die Erklärung. Let's Solo ist nicht einmalig gespielt. Warum sammle ich überhaupt noch Items ein? Wir wollen doch bloß Mewtwo. sondern es ist im Prinzip wirklich einmalig gespielt, aber nicht. Das bedeutet nicht, dass wir ein Spiel nur einmal spielen. Einmal und nie wieder. Sondern es ist jetzt so, dass es einmal in einem bestimmten Zeitraum gespielt. Also so ein unabhängiger Part, losgelöst von einem Let's Play. Das heißt, das kommt nicht regelmäßig und so weiter und so fort. Dass man immer mal so einmal kurz das spielt. Oh, Leute, haben wir Schutz? Haben wir Schutz? Bitte lass uns Schutz haben. Das ist ja nicht zum Aushalten. Wir haben keinen Schutz. Oh, no. Ah, okay. Dann werden wir halt jetzt bei jedem zweiten Schritt einem Pokémon begegnen. Ach, genau, hier war das Labyrinth. Das ist ein Item, das brauchen wir nicht. Ich glaube, einige Bälle von denen sind auch wieder Elektroballs. Ah, wenn man sich hier in diesen Labyrinthen verläuft, ne, dann muss man den ganzen Weg zurücklaufen und die ganze Zeit begegnen einem nervige Pokémon, wie zum Beispiel ein Ditto auf Level 60. Ein Glück konnten wir entkommen. Gegen einen Turtok auf Level 60 hätten wir vielleicht schlechte Karten gehabt. So, hier ist noch ein Item. Ah, ich glaube, wir sind gar nicht so ungut dabei. Geh weg. Immer diese doofen Ditos. Die sollen mich bloß in Ruhe lassen. Ein Golbat. Eisstrahl, los! Es lebt noch.
Hörst du auf mit Dunkelnebel? Nochmal Eisstrahl, komm schon! Bam, 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 bam. Sehr gut. Wunderbar, ich habe gerade Pokémon Smaragd aufgenommen. Den Part von gestern. Level 51, oh, haben wir sowas sogar auch nochmal mit drin. Ist doch wunderbar, wunderbar. Auf jeden Fall finde ich es schon zum einen voll nostalgisch, dass wir hier Pokémon Gelb spielen, einfach weil es Pokémon Gelb ist und weil Pokémon Gelb nostalgisch ist. Zum anderen aber tatsächlich habe ich auch das Gefühl, mich wieder so ein bisschen in die Rolle vor einem Jahr versetzen zu können. Damals stand mein Schreibtisch noch ein bisschen anders, der Schrank stand hinter mir. Ich habe alles noch so ein bisschen im Kopf. Ich hatte noch das schlechte Mikro. Also schlecht war es ja eigentlich auch nicht. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das wenigstens nehmen, ne? Ja, und doch, das irgendwie kommen all diese Erinnerungen hoch und das war eigentlich so ein Experiment an mich, auch so ein bisschen hier dieses Let's Solo heute, ob da wirklich, was da so für Emotionen hintergesteckt haben bei dem Let's Play. Ich habe irgendwie, was so bei mir hängen geblieben ist an diesem Let's Play, ist auf jeden Fall die MS Anne. Ich weiß nicht genau, wieso das so ist, aber ich verbinde mit diesem Let's Play im Moment die MS Anne, muss ich sagen. Sehr komisch. Wenn ich mich an die Pokémon-Liga oder so kaum erinnern kann. Wie gesagt, an diesen letzten Part Geld gegen Talent kann ich mich erinnern. Denn dieser Sieg, der war alles andere als grandios. Ich glaube, wir müssen... Ja, genau. Wir müssen in die andere Richtung. Hier kommt jetzt Wasser, glaube ich. Bin ich ein Nerd? Nein, bin ich nicht. Schade. Also, ich bin schon einer, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber nicht so ein Mega-Nerd, der alles weiß. Irgendwie sieht doch alles gleich aus hier, oder? Ach komm, hau ab. Surfer überlebst du eh nicht. Weiter geht's. Oh, ein Rizeros. Ach stimmt, hier sind ja so richtig fette Viecher mit drin. Oh, sehr gut. Wir gehen hier einfach mal rein und hoffen, dass es richtig ist. Ja, sieht doch vielleicht gar nicht so falsch aus, wenn man hier immer nur eine Möglichkeit noch hat. Aber meine Erinnerung ist wirklich nicht gerade die beste mehr hier an diese Höhle. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie dann bei den Remakes Blattgrün, Feuerrot immer noch so ist. Oder ob die dann umdesignt haben, also auch von den Wegen her. Grafisch natürlich sowieso aufpoliert, ist klar. Ich weiß das gar nicht mehr. Okay, komm, dich fetzen wir auch weg. Wie geht's dir, Pikachu? Oh. Also, das hat das Pikachu gemacht, nicht ich. Was passiert eigentlich, wenn man auf ein Chanera? Was passiert eigentlich, wenn man auf Pokémon steht? Ist man dann Poke-Feel oder sowas? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Vielleicht gibt es solche Menschen. Warum nicht? Es gibt doch für alles Mögliche irgendwelche Vorlieben, oder? Warum reden wir darüber? Lasst uns über was anderes reden. Die du auf Level 65, seid ihr denn doof? 60 ist schon ein bisschen extrem, ne? Aber 65 reicht langsam. Mewtwo selbst ist nur auf Level 70. Und der war schon eigentlich immer übermächtig. Oh, hier sind zwei Items direkt nebeneinander? Die würde ich mir dann aber vielleicht doch mal gerne anschauen. Oh. Ein Golbat, juhu. Wie ich Golbats nicht mag. Toppelleber, okay. Und das? Hyperball. Ja, lasst uns auch Spaß einen Hyperball auf Mewtwo werfen. Und dann einfach so lange laden, bis es drin ist. Einfach mittendrin abspeichern. Geht ja dank Emulator. Und dann fangen wir Mewtwo mit dem Hyperball. Oder ich suche mir einen Pokéball und werfe einfach nur einen Pokéball. Macht das immer wieder und wieder und wieder. Und braucht natürlich ein bisschen Geduld dafür und so, das ist klar. Aber ich schneide das dann einfach so zusammen, als wenn es aussieht, als wenn ich es beim ersten Versuch geschafft habe. Und dann sage ich so, boah, ich bin gut, was? Das war Taktik, das war Können. Es war pures Können. Und ich wette, jeder von euch wäre längst dahinter gestiegen. Dass das bloß Fake ist, weil das bei mir niemals eintreten wird. Oh, ist das schon Mewtwo? Hat man Mewtwo da schon gesehen? Ich habe das voll anders im Kopf gehabt. Den Standort von Mewtwo. Tatsächlich. Und einfach nur so ein komisches Standardviech. Später wird es ja nachher... Ich glaube... Nee. Ab Silber, Gold ist es noch nicht so, dass die ihre eigenen Skins jeweils haben, aber da sind schon wesentlich mehr dabei. Aber nachher ab Smaragd ist es ja so, dass jeder seinen eigenen Skin hat. Glaube ich, oder? Irre ich mich jetzt? Ich weiß es gar nicht, ich glaube schon.
Wir sollen mal sehen, ob wir noch einem anderen Pokémon vorher begegnen werden, bevor wir auf Mewtwo treffen. Puh. Okay. Schade, dass wir Taubsi nicht mehr haben. Auf geht's. Mewtwo. Oh, sexy. Sexy, wie er da seinen Unterkörper... Sein Unterkörper nach vorne streckt. Da kommt die Pokefilie wieder mit durch. Eigentlich nicht. So, wie gesagt, erstmal den Hyperball. Rein aus Spaß, ich glaube, wir haben auch bis ein. Hyperball, los! Was? Du hast das Pokémon verfehlt? Das gibt es? Oder das gab es? Dass man Pokémon verfehlt? Ja, ist nett, ne? Wie uns das hier einfach mal weghaut. Nächstes Pokémon einsetzen? Ja. Los, Razaf! Damit du auch nochmal einen Auftritt hast. Ja, dann haben wir ja bloß noch den Meisterball, oder? Ja, kann man mit dem Meisterball auch verfehlen? Nein. Gut. Dann haben wir Mewtwo gefangen. Hart erkämpft. Yay. Für Mewtwo wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Mewtwo, Genmutant. 2 Meter groß. Ja, ist nicht klein. 122 Kilo schwer. Für 2 Meter? Vielleicht immer noch nicht der dünnste, ne? Die DNS von Mewtwo ist fast mit der von Mew identisch. Doch der Charakter unterscheidet sich erheblich. Möchtest du Mewtwo einen Spitznamen geben? Ja. Und zwar nennen wir Mewtwo... Paul. Weil ich Paul mag. Paul wurde auf Bills PC übertragen. Gut. Haben wir den hier eigentlich schon Spitznamen genannt? Nee. Den hatten wir noch keine Spitznamen gegeben. Haben wir jetzt zufälligerweise... Ich habe immer einen Professor, der bei zufälligerweise, also dieses G immer mit Kr ausspricht. Zufälligerweise. Oder mach mal gefälligst. Okay, das sagt man vielleicht noch. Aber bei ihm ist es so deutlich. Obwohl ich den ansonsten ganz cool finde. Haben wir Schaufler? Du hast Schaufler, oder? Razaf? Nein. Du? Nein. Du? Nein. Du? Nein. Du? Du hast Schaufler. Ich wusste doch, irgendwer von euch kann doch bestimmt Schaufler. Oh, und wir sind wieder in Alabasta. Okay, ich würde sagen, in Alabasta haben wir unser Abenteuer vor über einem Jahr angefangen. Und jetzt... Ja, ja, Pikachu, tanz mal ruhig rum ein bisschen. Jetzt ist die Reise endgültig zu Ende. In Pokémon Gelb. Wir werden das hier nie wieder spielen. Bin ich eigentlich fest davon überzeugt. Jetzt gibt es eigentlich recht wenig, was man noch machen kann. Man könnte sich die legendären Vögel und so noch holen, aber komm. Irgendwann muss so ein Let's Play auch ruhen. Wie fandet ihr das, dass ich in einem Let's Solo mal so etwas gemacht habe? Einfach dem Anlass nach, exakt ein Jahr später, was haben wir heute? Ja toll, auf diesem Laptop habe ich wieder kein Datum. Habe ich nur auf dem anderen, der zu weit wegsteht, um vom Mikro dran anzukommen. Oh Gott, Datum, Handy habe ich auch nirgendwo. Was ist heute? Halloween war irgendwann. Wir haben schon November. Ich habe keine Ahnung. Der 8. vielleicht? Oder sowas? Ich weiß es nicht. Naja, ist ja auch egal. Ich sag der 9. November. Der 9. November ist heute. Vielleicht. Naja, wie findet ihr sowas? Und ja, dann sehen wir uns, denke ich, beim nächsten Mal mit einem richtigen Let's Solo wieder. Dann wieder ein Spiel, was ihr euch gewünscht habt, höchstwahrscheinlich. Ich habe da noch eine recht lange Liste abzuarbeiten. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt für Let's Solos, ab in die Kommentare damit und dann können wir das sicherlich mal spielen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Sagt auf Wiedersehen zu Pokémon Gelb, sagt auf Wiedersehen. Naja, nicht zu Kanto. Kanto werden wir nochmal besuchen. Aber sagt auf jeden Fall Wiedersehen zu Pikachu. Zu Turtok, zu Razaf, zu Taubsi. Taubsi, da muss ich, glaube ich, noch mal ein Let's Smile raussuchen, oder? Ich glaube, das war relativ geil damals.
Pisaflor und Glurak. Sagt Tschüss und Pikachu sagt euch auch Tschüss. Nein, du sollst diese andere Geste machen. Nein! Es macht nur noch dasselbe. Du hast hier hinten was ganz anderes gemacht. Komm her. Los. Jetzt will mich verarschen. Jetzt will mich... Hä, aber vorhin... Vorhin hattest du süß gezwinkert, so als Verabschiedung. Naja, egal. Ich würde sagen, bis dann. Tschüss.